Hallo, meine sehr, sehr verehrten Damen und Herren, schön, dass ihr am Start seid, mal wieder hier aus Polen. Wir schauen uns nun von dem lieben Salami-Brötchen, übrigens nicht auf meine Haare gucken, ich habe kein Haargel hier mit, ich habe das einfach zu Hause vergessen, deswegen muss ich mit Wasser meine Haare machen, das ist sehr traurig. Jetzt habt ihr eh die Aufmerksamkeit auf meine Haare und wir schauen uns jetzt das Video von Salami-Brötchen an, der hat nämlich eins rausgehauen zu Maximilian Pütz mal wieder, ja, unserem besten Freund. Unsere Ehrenglatze. Maximilian Pütz benutzt das N-Wort und feiert sich dafür. Wen wundert das, wenn das jetzt stimmen sollte? Wen wundert das? Das ist die große Frage. Okay, ich bin super gespannt, was er jetzt hier rausgehauen hat. Ach, ich will es eigentlich. Will man das sehen? Eigentlich will man es nicht sehen, aber ich kann diesen wunderbaren Herrn hier nicht widerstehen. Deswegen gucken wir uns das jetzt an. Ey, ich kann euch direkt sagen, der Titel ist leider kein Clickbait. Ah! Maximilian Pütz sollte inzwischen ja schon jeder leider kennen, wenn nicht Eierkopf, Rammstein-Supporter, Verführungscoach und wahrscheinlich somit der respektloseste Mensch auf ganz YouTube. Insgesamt Und die Frage ist, ist er der Bruder von Heiko Schrank? Das ist die große Frage. Hat der Typ halt fast 100 Videos zu der ganzen Rammstein-Thematik gemacht, das Thema halt komplett ausgeschlachtet und da auch über 10.000 Abos mitgemacht. Und ich habe auf meinem Hauptkanal und auf meinem Reaction-Kanal viele Videos von ihm auseinandergenommen und gezeigt, wie er systematisch lügt, manipuliert und Tatsachen verdreht. Ja. Kyler Shikes zum Beispiel als Hure bezeichnet und, und. Also das ist wirklich krass, was er da abgezogen hat. Aber da das Rammstein-Thema so langsam vorbei ist, muss der Verführungscoach unseres Vertrauens sich lang. Ja, das Problem ist halt auch, die Community besteht zu sehr, sehr vielen Prozenten halt wirklich aus ziemlich intoleranten Menschen. Ja, also man muss an der Stelle wirklich sagen, weil Maximilian Pütz ist selber einer, der, da ist nicht nur Pütz, der haut auch auf den Putz und so und sagt dann auch, wie verweichlicht doch die ganze Gesellschaft ist und die müssen wieder alle richtige Männer werden und Deutschland geht den Bach runter und schon sehr, sehr krasses, sehr, sehr krasses Sprechen eine Seite, die ich nicht ganz so befürworte und dementsprechend ist dann auch die Community so und sehr, sehr unangenehm, ne? Und alles, was so nicht seiner Meinung entspricht, entweder ist das so Faker, Lügner oder es sind dann so, ja, es sind noch Kinder, ja, die haben keine Ahnung davon, ne? Die sind noch jung, deswegen checken die nicht, was die da erzählen. Das hat er, glaube ich, auch bei mir gemacht. Also ich habe tatsächlich auch nichts weiter von ihm angeschaut, weil seine Videos, die gehen teilweise eine Stunde oder so, also eine Stunde lang Maximilian Pütz sich anzugucken. Ich finde es schon immer krass, dass das Salami-Brötchen schafft, aber das ist für mich ist das gar nichts. Langsam neue Themen suchen und deswegen hat er ein wirklich schreckliches Video gemacht, auf das ich gestern mit dem Chat zusammen auf Twitch reagiert habe und ich zeige euch einfach mal den Ausschnitt. Ich war wirklich und alle anderen im Chat auch maximal verstört. Ich bin gelernter Erzieher, ich habe mit so. Nein, der ist nicht auch noch gelernter Erzieher. Ah, Maximilian Pütz und gelernter Erzieher, ne? Ich als gelernter Erzieher schäme mich für meinen gelernten Erzieherkollegen. Solchen Leuten zusammengearbeitet, aber ich werde jetzt nicht nach anderen Worten suchen, nur um nicht irgendjemanden auf die Füße zu treten. Weil das fängt mit so kleinen Sachen an, mit solchen kleinen Kompromissen. Und Und er hat auch noch ein T-Shirt an, da steht Danzig drauf. Mann, ich bin gerade bei Danzig, also nicht, das ist nicht weit entfernt, das ist fast der nächste dann Ort sind wir hier. dann irgendwann, wo man noch nicht mal mehr Neger sagen darf. Was? Jo, der hat gerade wirklich das N-Wort gesagt, ne? Bitte? Bruder, haben wir uns gerade alle verhört oder war das, also, habe ich mir das eingebildet? Bro, er macht wirklich die N-Bombe. Ich muss nochmal Welchen zurück. kleinen Kompromissen? Aber auch die deutsche N-Bombe. Die deutsche einfach. Heilige Scheiße. Nicht mal mehr Neger sagen darf. Ja? Erst war es das harte Wort, jetzt darf man noch nicht mal Neger sagen. Bro, what the fuck, Alter? Hä? WTF, was stimmt denn mit ihm nicht? Er ist crazy. Ich sag ehrlich, er hat ganz, ganz große Probleme in seinem Schädel. Mit seinem Haarausfall kam direkt Gehirnausfall mit, sag ich ehrlich. Ey, ich bin for real immer noch Ey, absolut wow. sprachlos. Wow. Also, ey, ohne Scheiß, also das. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Was soll man denn dazu sagen? Das ist ja nur noch gestört. Wie trocken er das einfach rausgehauen hat und wie es ihn gar nicht gejuckt hat und wie selbstüberzeugt er war, dass das einfach immer noch gesagt werden sollte. Wir waren zu dem Zeitpunkt auf Twitch auch über 150 Zuschauer, dank einem Raid von Alpha Kevin. Danke nochmal an der Stelle und wir haben.
Gar kein Problem, Mann. Gar kein Problem. Dann auch als Kollektiv das Ganze gemeldet. Ihr könnt das natürlich auch gerne machen, wenn ihr Bock habt. Aber das darf man halt einfach nicht so stehen lassen, weil das ist einfach purer Rassismus. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, vielleicht doch ziemlich respektlos, das kommt noch dazu. Aber ansonsten war es das dann auch. Und ich glaube, ich muss ja auch keinem erzählen, warum das so rassistisch ist gegen jede schwarze Person auf diesem Planeten. Wie kann man in der heutigen Zeit so auf seine... Also das zeigt ja schon, wie der Mensch denkt, ja. Das zeigt ja schon, wie der Mensch denkt, wenn er sagt, ja, man darf ja heutzutage schon nicht mehr das und das sagen. Okay, ich check das nicht. Ich mag das gar nicht, wirklich. Ich feiere das gar nicht, wenn jemand sowas sagt. Und zwar einfach, weil das Wort halt durch Kolonialismus und die Rassentheorie des 19. Jahrhunderts komplett geprägt ist und sozusagen sagt, dass die Schwarzen eine Rasse sind und weniger wert sind als zum Beispiel die Weißen. Und das ist ein Problem. Wer das noch nicht wusste. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass... Junge, das kann auch nicht sein. Ey, wie alt ist der? Lass den mal Mitte 40 sein. Oder lass den Anfang 50 sein. Da denkt man doch, man entwickelt sich weiter, oder? Auch so in der jetzigen Zeit, man entwickelt sich doch weiter und merkt dann, okay, das und das ist vielleicht uncool, wenn man das sagt. Vor allem in der Öffentlichkeit. Also privat ist es auch uncool. Also ich persönlich finde es auch privat absolut uncool. Aber gerade in der Öffentlichkeit... Also dann sowas rauszuhauen, das zeigt aber wieder, weißt du, in seiner Community wird er selbst dafür gefeiert, so, ja, endlich traut sich mal jemand, das auszusprechen. Junge, das ist tief diskriminierend einfach. Also ich weiß nicht, wie man für diskriminierende Sachen gefeiert werden kann, aber wirklich, er schafft das, weil er halt eine Community hat, die genauso denken. Hütz es so geil finden würde, irgendwie Snowbunny, Gringo, Weißbrot, Allmann oder auch Nazi genannt zu werden, wegen seiner Herkunft. Ja, also ich weiß nicht, wie cool er das finden würde. Ich denke mal nicht so. Nee, ich glaube, er würde sich darauf richtig ein ablachsen, Mann. Der wird sich richtig feiern, wenn man ihn so nennt. Cool. Warum nimmt er sich dann heraus, andere Menschen so als Enden zu bezeichnen? Muss ich das verstehen? Ich denke nicht. Und seine Wahnsinn. Begründung dafür, dass man das ja wohl noch benutzen dürfte, ist wirklich so geisteskrank dumm, dass ich ja eigentlich eine Gefahrenwarnung aussprechen müsste für absterbende Gehirnzellen. Also das, ihr glaubt nicht, was jetzt kommt. Ich blende euch wieder einen Streamausschnitt ein, weil ich will euch nicht mit Maximilian Pütz unter vier Augen alleine lassen. Und dann irgendwann darfst du... nicht mal Schwarzer sagen, sind wir ja auch schon, dann ist es wieder POC oder sonst was. Oh Gott. Hä? Er hat keine Ahnung. Hä? Vor allem, was ist das für ein Vergleich? Natürlich darf man Schwarzer sagen, man soll sogar Schwarzer sagen, weil wenn man dunkelhäutig sagt, dann schließt man quasi hellhäutige Schwarze aus, also sie quasi... Afrikaner sind oder halt Karibikraum oder Indienraum und so sind, aber dann nicht sozusagen die Hautfarbe haben. Deswegen soll man gerade schwarz sagen. Ich glaube, ich habe es in dem Stream-Ausschnitt schon ganz gut erklärt. People of Color zu sagen ist natürlich gut und kann man selbstverständlich machen. Genauso kann man das machen, jemanden schwarz zu nennen, weil das ist ganz normal, 0,0 rassistisch und absolut unproblematisch. Ja, vor allem im Laufe der Zeit hat man doch mitbekommen, wie man was sagen kann. Darf oder wo sich Leute angegriffen fühlen oder nicht. Und bei Schwarzer, das ist genauso, man kann auch sagen Weißer, das ist ja völlig okay. Bei dem N-Wort, da gibt es nur eine Diskriminierung dahinter. So, da gibt es nichts, was einen Weißen irgendwie dann diskriminieren könnte, wo man sagen könnte, okay, dann feuer euch zurück mit dem und dem Wort. Gibt es nicht. Also, ich muss dringend los. Und das sagt nicht nur ich, sondern eigentlich jede schwarze Person und auch die Bundeszentrale für politische Bildung und auch andere Institutionen. Andere sagen, schwarz oder schwarz ist ein guter Begriff. Eigentlich verstehe ich nicht, warum schwarz oder schwarz ist ein guter Begriff. Was das groß geschrieben ist oder die Schrägschreibung bedeutet, es kommt nicht auf die Hautfarbe an, sondern auf die Erfahrung mit Rassismus. Okay, das ist gut, das weiß ich jetzt auch nicht. Andere Menschen haben andere Meinungen oder finden andere Begriffe gut. Manche sagen, was manche Menschen sagen auch, mir gefällt der Begriff People of Color nicht, weil ich nicht gut Englisch kann. Und Zeitung. Also es stand eigentlich nie zur Debatte, dass es nicht erlaubt ist oder nicht okay ist. Und ich verstehe nicht genau, warum er diesen Punkt bringt, weil es wurde eigentlich nie diskutiert. Zumindest habe ich es nicht mitbekommen und habe es auch nirgendwo gesehen. Aber wahrscheinlich sucht er einfach nur irgendeine Ausrede, um halt seinem Rassismus oder seinen rassistischen Begriffen einfach freien Lauf zu lassen. So sieht es zumindest aus. Sein Video hat der liebe Maxi aber eigentlich gemacht, um zu zeigen, wie weich gewaschen die Jugend und die Menschen heutzutage generell sind. Ja. Und dass keiner mehr seine Meinung einfach frei heraussagt. Und dass Beleidigungen und solche harten Wörter ja einfach nur quasi die Menschen wachrütteln sollen. Und deswegen sei es auch in Ordnung, das N-Wort zu sagen oder auch einfach mal eine Person auf ganz trocken komplett zu beleidigen. Viel zu weichgespülten Gesellschaft leben,
Ja, das ist so einer, der auf Krampf gegen den Mainstream gehen will, um dann Applaus dafür zu ernten. Hier geht es nicht darum, was er wirklich so drüber denkt, sondern einfach nur um Applaus zu ernten von seinen Zuschauern, weil er ja sich so krass gegen den Strom stellt und ein richtiger Mann ist, ne, der damit auch klarkommt, wenn er da Gegenwind abbekommt. Ne, das ist ein richtig krasser Typ. Ne, der fühlt sich dann halt auch mega heftig, aber eigentlich ist der Typ traurig, Mann. Es ist wirklich traurig. Der bringt so viel Müll, das ist unglaublich. Die Dinge. Also, wir halten fest, er will uns wachrütteln, weil wir sind alle viel zu weich gespült und deswegen beleidigt er. Macht natürlich Sinn, ja. Wie Wut, direkte Sprache und so weiter, sehr, sehr verteufelt. Und dem möchte ich entgegenwirken. Sprache ist sehr mächtig und rüttelt auch auf und soll auch aufrütteln. Ich will, dass die Leute ins Nachdenken kommen, in ihre Emotionen. Und deswegen benutze ich das sehr, sehr bewusst. Übrigens bin ich nicht... Ich glaube, die Emotionen sind eher ein Problem, wenn ich mir manche Maximilian Pütz-Fans so anschaue, was sie so kommentieren. Nicht der Einzige, das ist sehr lustig, denn schaut euch bitte mal Tony Robbins, einer der berühmtesten Persönlichkeitsentwicklungscoach, den es da draußen gibt, an. Jedes zweite Wort ist von dem Fuck oder Motherfucking. Und zwar aus genau dem gleichen Grund. Okay, Maximilian Pütz. Wenn du eine Person Hure nennst oder anderweitig eine Person beleidigst, dann ist das was anderes, als wenn du sagst, oh Junge, das hat mich so abgefuckt oder du musst mal deine fucking Gehirnzellen benutzen oder das ist so fucking dumm. Oh mein Gott, also wirklich, kann man das denn bitte vergleichen? By the way, wenn ihr solche Momente und Reaction... Ja, aber ey Leute, ihr werdet es nicht glauben, so wir versuchen ja so relativ verständlich zu sein und ne, so rücksichtsvoll, blabiblub. Aber in Maximilian Pütz Community, und das ist der große Knackpunkt, in Maximilian Pütz Community erntet er Applaus für das, was er dort sagt, obwohl es offensichtlich falsch ist, was der dort erzählt. Obwohl er auch offensichtlich ganz oft falsche Interpretationen an den Tag legt und irgendeinen Müll erzählt, der nur dumm ist. Sorry, aber das ist schon allein das mit diesem N-Wort. Ne, das ist ja wirklich auf so vielen Ebenen dumm, dass man, ja, man heutzutage muss man POC und man darf nicht Schwarzer sagen. Das stimmt nicht, Mann. Der labert so viel Müll, der hat keine Ahnung davon. Labert einfach nur Müll, zur Rammstein-Thematik. Der hat keine Ahnung und labert einfach nur Müll, macht potenzielle Opfer runter und spricht denen die Erfahrungen ab und macht sich drüber lustig, was bei dem passiert ist und so weiter. Ne? Die wollen ja alle nur Klicks. Ja, auch die, die anonym sich gemeldet haben, die wollen ja auf jeden Fall auch alle Klicks und Aufmerksamkeit. Anonyme Leute. Ne? Also es ist wirklich so dämlich. Und da geht es nicht mal darum, was am Ende des Tages als Urteil rauskam, weil uns ging es auch nicht darum, ja, die haben alle recht und Rammstein hat komplett oder lag komplett im Unrecht und ne, die sind schuldig, bla bla bla. Da ging es uns nicht mal darum, ne, weil am Ende des Tages muss es das Gericht entscheiden, wer liegt jetzt im Recht, wer liegt im Unrecht und so weiter. Sondern es ging darum, im Vorfeld einfach zu entscheiden, ja, die will einfach nur Aufmerksamkeit, die will einfach nur Fame, die will einfach nur, keine Ahnung, gesehen werden. Das ist so ein Bullshit gewesen. Und ich weiß nicht, es zieht sich wie so ein roter Faden bei Maximilian Pütz schon seit Ewigkeiten durch. Ne, ich hatte vor über einem Jahr, hatte ich ja auch ein Video zu ihm gemacht, ne, zu diesem Andrew Tate, so, ne, der deutsche Andrew Tate. Er hat dann auch Kaiser ein Video später dazu gemacht. Und schon da hat er wirklich maximal lostes Zeug erzählt. Aber es hat sich jetzt auch nicht gebessert. Ganz im Gegenteil, ich finde, es ist so viel radikaler geworden und so viel schlimmer. Man sieht es ja auch hier. Der scheut sich nicht mal einfach das... Der spricht einfach das N-Wort auf Deutsch ganz normal in seinem YouTube-Video mehrfach aus und denkt so, ja, das ist die normale Sprache. Ja, obwohl das einfach nur, das ist ausschließlich diskriminierend. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann folgt mir gerne mal auf Twitch und auf meinem Reaction-Kanal, würde mich ultra freuen, ist in der Beschreibung und im angepinnten Kommentar verlinkt. Und lasst auch gerne hier ein Abo und ein Like auf dieses Video da. Dankeschön. Kleine Erinnerung, was Maximilian Pütz mal zu Kyla Shikes gesagt hat, nachdem die ihr Rammstein-Video hochgeladen hat. Also entweder kann Kyla durch die Zeit reisen. Ja, hier labert er jetzt auch wieder Scheiße. Und ist zurück in die Zeit gereist. Oder sie ist eine kleine verlogene die ihre Screenshots gefaked hat.
Er hat ihr da vorgeworfen, dass sie ihre Screenshots faked und lügt und beleidigt sie deshalb. Irgendwann später hat er dann noch ungefähr hinzugefügt, dass das Ganze ja noch nett sei und dass ihm noch ganz andere Wörter dazu einfallen würden. Und er hat zig Videos gemacht. Er hat nicht nur ein, zwei Videos gemacht, ich glaube vielleicht 20, 30, 40 zu Kyla Shikes allein. Also ich habe das, by the way, dann auch in einem Video von mir widerlegt, Rezo hat drauf reagiert und Maximilian Pütz hat dann auf Rezo reagiert, wie er auf mich reagiert. Das heißt, er hat das Ganze gesehen, aber es gab bis heute keine einzige Entschuldigung an Kyla von ihm, zumindest habe ich keine mitbekommen. Aber Hauptsache, er fordert dann in einem anderen Video, dass ich mich bei ihm entschuldige, weil Till Lindemann nicht verurteilt wurde oder halt gar nicht vor Gericht kam. Wow, also das macht auf jeden Fall absolut Sinn. Ich hoffe, das ist jetzt ein für alle Mal klar, Rezo und Salami. Und ich erwarte eine Entschuldigung von euch. Soll ich auf die Knie gehen oder wie stellt er sich jetzt das vor? Aber sorry ist mein Fehler, er muss sich natürlich nicht bei Kyla entschuldigen und auch nicht bei allen anderen Leuten, die er bisher beleidigt hat, weil ich meine, andere Influencer sagen ja... Ist by the way auch sehr erwachsen in seinem Alter, Menschen als Hure und so weiter zu beleidigen. Das ist extrem, wirklich, Maximilian Pütz, das spricht extrem für deine Seriosität, für dein Coaching, für deinen YouTube-Kanal und so weiter. Aber es zeigt mir ja ungefähr, wie du menschlich drauf bist, dass du es nötig hast, Leute so zu beleidigen und das cool zu finden oder die N-Wörter zu sagen und so weiter, ne, weil das ist ja, das gehört ja einfach zum Sprachgebrauch, ey, ist ja doof, wenn man sowas nicht mehr sagen darf, ne, ich lasse mir doch nicht die Sprache verbieten und entwickle mich weiter als Mensch. Ja, auch fuck oder fucking und er wollte uns ja nur wachrütteln, also von daher, alles gut. Ich muss sagen, ich habe nichts von Maximilian Pütz erwartet und ich wurde trotzdem enttäuscht. Das sagt auch mal wieder einiges aus. Und ich gebe auch so langsam die Hoffnung auf, dass er es irgendwann nochmal checken wird und vielleicht einsehen wird, dass er eigentlich ziemlich viel Scheiße labert und solche Wörter an sich auch einfach nicht benutzen sollte. Er sollte dieses eine Wort nicht benutzen. Nie wieder bitte. Dankeschön, Maximilian. Und quasi alle Kommentare bei ihm stimmen ihm halt zu und sagen, dass er absolut based ist und absolut recht hat. Das ist ziemlich problematisch, weil das ist kein Einzelfall, sondern es gibt eine ganze Community, eine ganze Bubble davon, die sowas feiern und gut finden. Ist ein Problem. Ihr könnt sein Video natürlich auch melden, ich rufe dazu nicht auf oder so, aber ihr könnt es machen, wenn ihr das für richtig haltet. Aber bitte liked sein Video nicht oder disliked sein Video nicht oder schreibt auch keinen Kommentar, weil das boostet seinen Algorithmus und das wollen wir nicht. Lasst lieber auf meinem Video ein Like da, würde mich extrem freuen. Wie gesagt, lasst gerne ein Abo da, wir brauchen auf dem Kanal. Das machen wir doch auf jeden Fall. Noch 10 Abonnenten für die 26.000 und auf meinem Reaction-Kanal noch ca. 280 für die 2.000 Abonnenten. Sehr guter Content, kommt natürlich auf beiden Kanälen, würde mich ultra freuen. Ansonsten schreibt eure Meinung wie immer gerne in die Kommentare. Das war's von mir, danke fürs Dabeisein, haut rein und ciao. Aber ich möchte keine Gesellschaft, in der Triggerwarnungen hier und da ausgesprochen werden, sondern... Boah, ich gebe eine Triggerwarnung für alle Menschen, die jemals Maximilian Pütz irgendwie in irgendeiner Weise begegnen. I wanna take you somewhere, so no I care, but it's so cold and I don't know where. I bought you duffelos on a pretty string, but they won't. Ich weiß nicht, wer das immer singt. Das macht mich fertig. Komm, wir hören uns noch den Refrain an. Make you feel alright, cry and I wanna love. I bought all my tears, have been used up. On another love. Ja, war ein gutes Video, Salami-Brötchen, vielen lieben Dank, auch die aus Outro war sehr, sehr stark, muss ich an der Stelle sagen. Ich bin wirklich schockiert. Also, eigentlich dachte ich, mich kann nichts mehr schocken, wenn es um Maximilian Pütz geht, aber das ist ja wirklich bodenlos. Also, das ist ja wirklich, das ist schlimm. Ehrlich ist das schlimm, ja, was der für einen Müll dort erzählt, das ist ja unglaublich. Leute, unterstützt bitte sowas nicht, ja, also unterstützt nicht, wenn Leute sagen, oh, ich lasse mir nicht die Sprache verbieten und sage das N-Wort jetzt überall und feiere mich dafür. Das ist, das geht gar nicht. Ja? Also, aber es ist einfach nur diskriminierend. Ihr müsst euch nicht bei allem immer einschränken lassen, ne? Das will ich jetzt nicht sagen, aber bei sowas, was offensichtlich verkehrt ist, fällt mir nichts zu ein. Leute, in diesem Sinne hoffe ich, dass euch die Reaction gefallen hat. Lasst super gern ein Like da und guckt gern das Video von Salami-Brötchen an. Lasst dort auch ein Like da, das würde mich sehr, sehr freuen. Und ich würde sagen, macht's gut, haut rein und ciao, ciao.